Heidenangst und Spiritualität. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Persönlichkeit. Ein Eintrag im Umgang mit Angst-Podcast. Mein Name Sukadev Bretz von www.yoga-vidya.de. Heidenangst und Spiritualität. Heidenangst ist ein interessanter Begriff. Angst heißt Angst, die Heidenangst ist die Angst der Heiden. Das ist ein etymologisch unterschiedlich interpretierbarer Begriff. Ich deute ihn jetzt auf eine Weise. Die Christen hatten irgendwo die Überzeugung, Gott ist mit mir. Und weil Gott mit uns ist, deshalb brauchen wir keine Angst zu haben. Weil wir wissen, dass Gott mit mir ist oder mit uns ist, haben wir Vertrauen und Mut. Aber Menschen, die nicht an Gott glauben, die haben nicht dieses Vertrauen zu Gott, also haben sie Angst. Und so gibt es den Ausdruck Heidenangst, das ist die Angst der Heiden. Wer an Gott glaubt, der hat Vertrauen, der fühlt sich geborgen und weiß, da ist jemand, der kümmert sich um mich und was auch immer geschieht, es hat irgendeinen Sinn, auch wenn ich ihn nicht erkenne. Und gerade dann, wenn man das Universum in seiner Weite und Ewigkeit sieht, dann wird diese Art von Gottesvertrauen auch nicht durch die Leiden in einem Leben und in einigen Jahren erschüttert werden. Vom Standpunkt der Ewigkeit ist ein Menschenleben nicht viel. Und vom Standpunkt der Unendlichkeit ist ein Mensch nicht groß. Und wenn wir davon ausgehen, ja, hinter allem ist Gottes Hand, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Insofern gibt es gute Gründe, weshalb heutzutage Menschen in westlichen Gesellschaften, gerade in Mittel- und Nordeuropa, mehr Angst haben als Menschen in Ländern, wo sehr viel mehr Unsicherheit gibt. Wir sind in Mittel- und Nordeuropa eigentlich sehr sicher. Es gibt eine hohe Lebenserwartung, es gibt einen Sozialstaat, wir müssen nicht hungers sterben, die Kriegsgefahr ist gering. Selbst die Terrorgefahr ist nicht so groß, wie sie gemacht wird. Wir haben ja auch wenig Gewalt auf den Straßen. Die Kriminalität ist nicht so hoch, mindestens sehr viel geringer als in anderen Ländern. Trotzdem kann man unter Menschen in Mittel- und Nordeuropa durchaus einen hohen Angstgrad messen in psychologischen Studien. Woher kommt das? Ich meine, es hängt damit zusammen, dass Menschen in Mittel- und Nordeuropa wenig Spiritualität üben, wenig religionsgebunden sind. Sie sind tatsächlich eine gewisse Art von Heiden, im Sinne von kein Vertrauen in eine höhere Kraft. Wenn wir kein Vertrauen in eine höhere Kraft haben, dann gibt es mehr Angst. Daher, echte Spiritualität hilft gegen Heidenangst. Natürlich, Heide ist ein konkreter Ausdruck einer bestimmten Religion, nämlich Christentum. Das Christentum bezeichnet alle Nicht-Christen als Heiden. Manchmal werden noch die Juden als Nicht-Heiden bezeichnet, aber alle anderen. Gut, bei den Moslems sind alle Nicht-Moslems Ungläubige. Aber wenn wir es jetzt einfach verallgemeinern oder sagen würden, wir könnten das Heidentum auch so beziehen, dass es sind die Menschen, die keiner spirituellen Tradition folgen, kein Gottesvertrauen haben. Die haben eine bestimmte Heidenangst. Du kannst sie überwinden, wenn du spirituell bist. Wenn du jetzt keinen natürlichen Gottesglaube hast, dann übe einfach spirituelle Praktiken. Übe Meditation, übe Yoga, übe spirituelle Gesänge. Über spirituelle Praktiken einer anderen Tradition. Spirituelle Praktiken haben die Fähigkeit, dich in die Gotteserfahrung zu führen. Gotteserfahrung führt zum Vertrauen. Vertrauen führt zum Mut und damit zum Überwinden von Angst. Mit die effektivste Weise, Ängste zu überwinden, ist Spiritualität, Gotteserfahrung und auch ein Vertrauen, das hinter allem die Wirkung einer höheren Macht steckt. Das waren einige Gedanken zum Thema Heidenangst und Spiritualität. Mein Name Sukadev Bretz, hinter der Kamera Raffaela.
ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden und der Persönlichkeit, wiki.yoga-vidya.de, ein Eintrag im Umgang mit Angst-Podcast, alles zu finden auf www.yoga-vidya.de.